Stell dir vor, da ist ein Text, den ein Haufen Leute komplett auswendig aufsagen können. Was braucht man, um das in ein Buch zu schreiben? Stift und Papier? Die Sammlung des Korans war unendlich schwer. Es ist genug für den Muslim zu wissen, dass der Koran die Rede Allahs ist, die beschützt wurde. Wir sagen, der Koran ist fehlerfrei. Wir haben immer gesagt, der Koran ist Strich für Strich, Wort für Wort und so weiter gleich. Keine Harmonisierung, keine Veränderung, uns ist nichts bekannt. Und übrigens, das ist jetzt ein wohlbekanntes, offenes Geheimnis. Die geläufige Erzählung beantwortet einige sehr dringende Fragen nicht. Wir stellen diese Fragen und tauchen tief in die islamischen Quellen ein. Wenn du tief eintauchst, werden die Dinge sehr, sehr unbequem und schwierig. Sie werden einfach zeigen, das macht keinen Sinn und das ist nicht wahr und dies und das. Und sie werden Fragen bringen, die ich jetzt nicht ausdrücklich nennen werde, von denen du weißt, dass sie stimmen, weil sie in deinen eigenen Büchern sind. Was ist das? Was geht hier vor sich? Und die Besten unserer Gelehrten sind sich nicht so ganz sicher, wie man alle die ungelösten Fragen dabei beantworten soll. Ganz klare historische Fehler, wir finden redaktionelle Veränderungen, wir finden Interpolationen, wir finden Harmonisierungen, wir finden grammatikalische Veränderungen. Diese Probleme werden jetzt zum Mainstream. Das sollte niemals öffentlich angesprochen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, mit ruhigem Wissen und Gewissen ins Bett zu gehen, wenn ich klar weiß, dass das, an was ich glaube und Gottes Wort nenne, Verfälschungen ist. Man kann das so viel unter den Tisch kehren, wie man will. Diese Ungewissheit, die kann einen nicht in Ruhe lassen. Und das bis zum Grab wird das einen nicht in Ruhe lassen können. Heute einmal eine kleine Denkübung, insbesondere für Muslime. Ich weiß, die allermeisten von euch sind es nicht gewohnt, eure eigenen Bücher zu lesen, aber versucht das mal. Lies mal diese Überlieferungen und überlege, was das Problem dabei ist. Oder die Probleme, denn es sind viele. Also halt das Video an und lies dir das mal gründlich durch. Du liest nicht so gern, oder? Naja, ich erkläre dir trotzdem mal ein Dutzend der Probleme dieser als authentisch eingestuften und trotzdem erlogenen Überlieferung. Erstes Problem. Wie du bei mir in der Löcher im Koran Megaserie ja bereits gelernt hast, war der Koran schon zu Lebzeiten Mohammeds gesammelt worden. Zuerst von Salim. Also alles da. Warum muss ich etwas sammeln, das schon gesammelt ist? Dann hatten auch noch weitere Leute den Koran gesammelt. Zweitens, einer der vier, die den Koran gesammelt hatten, war Said selbst. Der hatte den Koran also schon. Na, wenn der jetzt den Koran sammeln soll, das wird ja ein Kinderspiel, oder? Drittens, das ist erst die dritte von mehreren Sammlungen. Ich meine, und das ist meine Challenge an euch, warum muss der immer gleiche, bewahrte Koran, der bereits gesammelt war, nochmals gesammelt werden? Und dann nochmal. Und dann, kleiner Tipp. Wer bis hierher nicht gemerkt hat, dass am Märchen von der Bewahrung des Korans einiges nicht stimmt, der sollte dringend anfangen, sein Gehirn erstmal einzuschalten und dann zu lesen. Viertens, die Aufgabe war für Said schwerer als Berge zu verschieben. Und das ist meine zweite Challenge heute, die Berge verschieben Challenge. Was ist daran schwer, ein bereits gesammeltes, einheitliches, bewahrtes Buch, das ein Haufen Leute auswendig kannte, zu sammeln? Schau mal, du nimmst einfach Saids bereits gesammelten Koran, machst noch zusätzliche Suren und Verse dazu, die er eventuell übersehen hat, und machst die Suren und Verse weg, die nicht rein sollen, wie zum Beispiel die Al-Fatiha, von der Ibn Masud wusste, dass sie im Koran nichts zu suchen hatte, und er war ja der Einzige, der Bescheid wusste, was wirklich in den Koran reingehört. Ja, und dann gibt das den korrekten Koran. Ganz einfach, oder? Dazu kommt fünftens, diese Sammlung war überhaupt nicht Mohammeds Wille. Zu Recht fragt Said, wie könnt ihr etwas tun, was Allahs Gesandter nicht getan hat?
Naja, es geht ja nur um den Koran. Da kann der Mohammed schon mal vergessen, dass es nötig ist, den in Ordnung zu bringen. Eine Sure hier, ein Fetzen da, die Todessure 9 auf einem Knochen, einiges nur im Kopf von irgendwem. Das schien für Mohammed voll okay zu sein. Denn beachte, eine schriftliche Sammlung bedeutet ja auch die Festlegung der Reihenfolge. Ja, und die ist erst dann festgelegt worden, nach Mohammeds Tod, durch Menschen. Sechstens, der Grund für die Sammlung waren die getöteten Qurra. Die Menschen haben am Tag der Schlacht von Yamama schwere Verluste erlitten. Und ich fürchte, dass es auf anderen Schlachtfeldern noch mehr Verluste unter den Qurra, denjenigen, die den Koran auswendig kennen, geben wird. Wodurch ein großer Teil des Koran verloren gehen könnte, wenn du ihn nicht sammelst. Ja, wie wir in Folge 57 bereits gelernt haben, sind tatsächlich ganze Teile des Korans allein durch diese Schlacht für immer verloren gegangen. Tja, auswendig lernen hilft eben nichts. Und das ist der siebte Punkt. Nur schriftliche Überlieferung ist zuverlässig. Das haben die frühen Muslime auf die harte Tour lernen müssen. Aber immerhin haben sie es begriffen, dass der Koran schriftlich sein muss. Anders als heutige Dauer-Anwerber, die immer noch meinen, mündliche Überlieferung hätte irgendwelche Vorteile. Naja, Abu Bakr sah das jedenfalls wie ich. Und Punkt 8. Geschrieben ist besser als gelernt. Das merkst du übrigens auch daran, dass Said den Koran zuerst von schriftlichen Quellen gesammelt hat und dann aus den Erinnerungen der Auswendiglerner. Wenn Auswendiglernen so toll und effektiv gewesen wäre, hätte sich Said einfach hingesetzt und sich den Koran von einem dieser Gedächtniswunder diktieren lassen. Was dich noch nachdenklicher machen sollte, der entstandene Koran hat keinen interessiert. Ist klar, weil die ja den Koran alle auswendig kannten, oder? Wie wir schon gelernt haben, sind wegen dem Auswendiglernen ganze Suren verloren gegangen. Und der Koran ist aus den Herzen der Muslime geflohen wie Kamele. Weißt du noch? Der gesammelte Koran ist dann einfach eingelagert worden und, schon mal ein kleiner Spoiler, am Ende wurde er zerrissen und vernichtet. Wegen der Unterschiede zwischen Uthmans Koran und dem unter Abu Bakr gesammelten Koran. Beide übrigens von Said gesammelt. Weißt du, da kommen noch viel, viel mehr Katastrophen. Vieles von dem, was ich hier zeige, findest du im deutschsprachigen Raum sonst nirgends. Manches ist sogar weltweit einmalig. Also, wenn du nichts verpassen willst, abonniere den Ach-So-Kanal und drücke dreimal die Glocke. Ach, und da sind dann noch zehntens Husaymas Verse. Nur dieser eine Mann kannte diese Verse und trotzdem sind sie im Koran gelandet. Du brauchst mir jetzt nicht damit zu kommen, dass Mohammed gesagt hat, dass er so zuverlässig ist wie zwei Männer. Mit dieser äußerst praktischen Hadith beschäftigen wir uns ein andermal. Nein, für heute ist mein Problem damit folgendes. Nur Ibn Masud wusste, was endgültig in den Koran hineingehört und was nicht. Erinnerst du dich? Und er wusste offensichtlich von diesen Versen nichts. Die Verse waren also entweder nie Koran gewesen oder sie wurden spätestens bei der letzten Koranüberprüfung durch Jibril abrogiert. Deshalb die zwei Verse zu viel Challenge. Wie gehst du damit um, dass diese zwei Verse, trotz dass sie beim letzten Check durch Jibril nicht mit dabei waren, jetzt im Koran drin sind? Weißt du, in der Bibel gibt es zum Beispiel den Markusschluss. Der ist auch nicht ursprünglich in der Bibel dabei gewesen. Er ist zwar eine gute und sinnvolle Zusammenfassung aus anderen Bibelstellen und gibt einen netten Abschluss vom Markus-Evangelium, aber in den ersten Handschriften finden wir den nicht. Das ist von jeher bekannt und deshalb findest du in deiner Bibel auch sehr wahrscheinlich eine kleine Notiz in den Fußnoten. Hast du schon mal im Koran eine Notiz gesehen, dass diese Verse zum vom Jibril bestätigten Koran nicht dazugehören? Oder dass Ibn Masud, der Einzige, der Bescheid wusste, die Al-Fatiha als Teil des Korans abgelehnt hat? 11. Diese Sammlung war nicht von Allah. Das Unterfangen entstand letztlich aufgrund von Abu Bakrs Drängen. Von wegen Allah hat die Brust geöffnet, Abu Bakr hat darauf gedrängt. Entgegen dem Wille Mohammeds und offensichtlich auch entgegen dem Wille Allahs,
Warum wäre denn sonst eine erneute Sammlung nötig gewesen und dieser Koran erst unbenutzt eingemottet und dann vernichtet worden? Aber weißt du, das Hauptproblem ist, 12. Es gab diese Sammlung. Sie war unnötig, weil es den gesamten Koran schon gab. Sie war unnötig, weil der Koran unter Usman nochmals gesammelt werden musste. Sie war unnötig, weil das entstandene Buch niemanden interessiert hatte. Und am Ende wurde es vernichtet. Sie war nicht Allahs Idee, sondern nur ein Drängen Abu Bakrs. Na, liebe Muslime, habt ihr wieder, wie immer, keine Antwort auf meine Challenges? Dann schreib doch einfach wie gewöhnlich, du lügst, du hast keine Ahnung und so weiter. Hast du auch keine Ahnung, was so schwer daran sein soll, ein bereits gesammeltes, von vielen Kura komplett auswendig gelerntes, völlig bewahrtes und immer gleiches Buch niederzuschreiben? Für die, die sich immer noch keinen Reim daraus machen können, die angebliche Bewahrung des Korans ist ein Märchen aus 1001 Dawa-Livestreams. Der Koran hat eine sehr, sehr lebhafte Textgeschichte hinter sich. Wie er ganz am Anfang mal aussah? Keine Ahnung. Das ist ja auch unmöglich zu rekonstruieren. Dank der Vernichtung aller Originale. Und der Vernichtung von Salims Koran. Und der Vernichtung von Saids gesammeltem Koran. Und der Vernichtung von Uthmans Koran. Und der Vernichtung von dessen Kopien. Und von der Vernichtung aller Abschriften der Kopien von Uthmans Koran. Wie gesagt, da ist noch viel, das ihr noch nie gehört habt. Also wenigstens die ersten 6 Generationen von Koranen wurden von Muslimen vernichtet. Schon gewusst? Jedenfalls, alles, was wir wissen können, ist, der erste Koran war sehr, sehr viel anders als das, was du heute Koran nennst. Hunderte verlorener Verse, ganze Suren, die vergessen wurden, zusätzliche Suren, Veränderungen, Revisionen, Vernichtungen, immer und immer wieder. 99% der unterschiedlichen Koranversionen wurden ausgelöscht. Wieder und wieder eine neue Sammlung, Veränderungen des Inhalts und der Lehre. Ich lade dich zum richtigen Buch ein, zu Gottes Wort. Das wurde nie systematisch verändert oder vernichtet wie der Koran. Wir haben massenweise überlieferte Texte in verschiedenen Regionen und auf verschiedene Sprachen. Ja, wie bei jedem geschichtlichen Buch gibt es Kopierfehler, Abweichungen und andere Varianten, von denen allerdings nur sehr wenige überhaupt interessant sind. Aber selbst die Handschrift mit den meisten Abweichungen verändert keine einzige Lehre. Im Gegenteil, jede einzelne Handschrift trägt dazu bei, den Grundtext noch exakter zu ermitteln. Übrigens, die ältesten erhaltenen Fragmente der Bibel stammen recht sicher aus der 2., vielleicht 3. Generation. Die Originale haben sich irgendwann mal abgenutzt oder gingen bei Bränden verloren, aber nicht wie im Islam, wo mindestens die ersten 6 Generationen von Koranen von Muslimen selbst vernichtet wurden. Wenn ich mir die Überlieferung anschaue, kein Buch in der Geschichte ist auch nur annähernd so verlässlich durch die Jahrtausende überliefert worden wie die Bibel. Und noch wichtiger, in Gottes Wort findest du Leben, Wahrheit und Hoffnung. Jesus Christus.